Moin Leute, willkommen zurück zu Way of the Hunter. Schön, dass ihr wieder einschaltet, willkommen zurück. Wir sind unterwegs in, ihr kennt bestimmt dieses Bild, oder? Ihr kennt bestimmt diese Aussicht. Natürlich sind wir in Nez Perce Valley. Das ist nämlich die Standardaussicht, die man von der Lodge da oben hat. Und hier sind auch die Standardtiere, die hier immer unterwegs sind, unterwegs. Also Maultierhirsche. Und nicht nur Maultierhirsche sind da, sondern auch das eine Wapiti, was immer da hinten am Fluss steht, ist wieder da. Also irgendwo ist es. Trust me, da ist es. Das sind so diese Tiere, die sind irgendwie wirklich immer da, wenn ich hier bin. Also zumindest dieses Wapiti, das ist wirklich in 99% der Fälle da. Die Maultierhirsche jetzt nicht unbedingt, aber naja. So, Maultierhirsche sind auch jetzt irgendwie, naja, sind nur erwachsen, sind jetzt ja auch nicht, ja, sehr speziell oder so, aber wir nehmen jetzt einfach eins mit. Dann gucken wir uns mal an, was das für einen DNA-Wert hat. Weil die haben alle nur einen Stern. Der Schuss war irgendwie nicht ganz so gut, muss ich sagen. Also er war sehr tief, ich wollte aber eigentlich sehr mittig treffen. Aber reicht auf jeden Fall aus. Reicht. Naja, holen wir uns das Tier mal, ne? Ich habe heute geplant, hier durch dieses schwarze Stück mal zu fahren. Hier ist nämlich eine Straße. Und auch ein Gewässer, wenn ich das richtig sehe. Und da war ich noch gar nicht. Da würde ich doch ganz gerne mal langfahren. Genau wie hier. Hier die Straße bin ich auch noch nicht lang. Ja, wir müssen alle Orte mal auskundschaften. Ja, um die perfekten Jagdgebiete zu finden. Das ist der Plan für heute. So mehr oder weniger. Ansonsten schießt man ein paar schöne Tiere. Das ist natürlich der wichtigste Plan. Der wichtigste Teil des Plans. Okay. Dann schauen wir uns das Tier mal an. Ich hoffe, man hört es nicht so im Hintergrund, aber draußen vor meiner Bude steht gerade einer, der, ich glaube, das Gras kürzt oder so. Ich sehe es nicht ganz, also ich sehe ihn nicht. Ich höre nur das Geräusch und es ist auf jeden Fall jemand, der Rasen mäht. Und oh, es geht schon den ganzen Morgen jetzt. Ich hoffe, man hört es in der Aufnahme nicht so sehr. Aber naja, was soll's. Die Maultaschen sind immer noch da. Da vorne müsste auch das Wapiti sein, aber ich glaube, daran habe ich wenig Interesse, ganz ehrlich. Der Schuss war sogar gar nicht so schlecht. Ich meine zwar, ich habe sehr tief geschossen, habe ich offensichtlich auch, aber sehr tief schießen ist ja immer gut, um das Herz zu treffen. Und ein Stück weiter rechts, dann hätte ich es sogar erwischt. Naja, 44% DNA-Wert. Also dafür, dass das die Tiere sind, die hier am Spawn leben, quasi. Müssten die eigentlich ein bisschen besseren Wert haben. Ich meine, da ist auch noch ein Wapiti. Ich meine, die habe ich doch immer und immer wieder abgeschossen, schon diese Tiere. Das heißt, die müssen doch schon optimiert sein. Optimiert, könnte man sagen. Apropos optimiert. Keine Ahnung, wie optimiert dieses Wapiti da vorne ist, aber ich werde es. Oder ich würde es sehr gerne abschießen. Oder das. Sind beide erwachsen und haben einen Stern. Habe ich mein Auto hier? Da ist mein Auto. Ich könnte mir kurz so eine Stufe 6 Waffe holen. Und das kurz niedermähen, das Tier. Ich meine natürlich, und das dann kurz abschießen. Natürlich. Ich glaube, das machen wir auch. Warum nicht? Holen wir uns doch mal die Stair Carbon XL2. Damit hören uns die Tiere zwar im Umkreis von sonst wie vielen Metern, aber hey. Wir wollten ja eh zu einem anderen Ort, ne? So, wo ist das Tier jetzt? Ach, da. Oh ja. Das ist sogar ziemlich gut. Wenn es jetzt noch stehen bleibt. Ist alles optimal, obwohl es ist sehr langsam unterwegs. Ich könnte natürlich auch so einfach schießen. Gerade mit dieser Waffe. Aber ich würde gern auf Nummer sicher gehen. Ihr versteht das. Ihr versteht das. Jetzt verkacke ich nur wieder den Schuss. Da bin ich wieder mad. Okay. Oh ja. Oh, ich glaube, der war. Okay. Nee, ich glaube, er hat gereicht, aber. Ich dachte, der hätte zu weit hinten getroffen. Zu mittig. Nee, zu weit vorne. Sorry, Leute. Ich meine, ich hätte zu weit vorne getroffen, aber ging. Ging wohl auch. Oh, Moment.
Tut mir leid, war Pity, aber ich meine, wenn du mich schon so anguckst, bist du wohl selber schuld, oder? Boom. Headshot. Ja, naja, ey, was soll ich sagen? Passiert halt. Waren beide erwachsen, hatten beide einen Stern. Sie wussten, worauf sie sich einlassen. Ich sag's mal so. Warte mal, das war doch hier irgendwo, oder? Wo habe ich denn das erschossen? Es ist doch direkt hier am Ufer zu Boden gegangen, oder nicht? Aber noch ein Stück weiter hinten, ne? Nee, das bin ich schon vorbei. Das muss doch hier irgendwo gelegen haben, oder kommt das da vorne? Nee, war das so weit hinten? Moment. Nee, da liegt's doch. Alles gut, Leute. Alles gut. Ich hab's im Griff. Wusste ich natürlich, dass es dort liegt. So, na dann gucken wir noch mal, ob der erste Schuss schon gereicht hätte. Ich glaube schon, weil das Tier kurz bevor ich den zweiten Schuss angesetzt habe, so leicht gebückt gelaufen ist. Das heißt ja meistens, dass ich es in der Lunge oder so erwischt habe. Aber, sehr weit oben haben wir erwischt, in erster Linie. Oder getroffen. Also wirklich sehr weit oben. Aber ich meine, hätte gereicht. Lungenflügel erwischt. War auch gar nicht so weit vorne oder so weit mittig oder so. Also es war schon recht mittig in der Lunge, aber nur sehr weit oben halt. Okay. Hätte ich anders gedacht. Er hätte gedacht, der Schuss ist irgendwie anders eingeprallt. Egal. Der Schuss war auch gerade so noch okay. Gerade so noch auf Kante. Ah, die Lunge noch erwischt. Sehr gut. Okay, linker und rechter Lungenflügel haben wir komplett zerstört. Tut mir leid, mein Wapiti-Freund, aber ja, hat sich angeboten. Was soll ich sagen? Ey. Das muss man nicht mal sein, ja? Zu einem höheren Wohl oder so. Na klar. Gut. Dann gehen wir jetzt mal zum nächsten Wapiti und schauen uns das auch noch an. Beziehungsweise, das wird nicht sehr spannend sein. Das hat einfach nur einen Kopfschuss kassiert. Aber hey, wir müssen es ja trotzdem mitnehmen. Hallöchen, na mein Freund. Zeig mir mal deine Sicht der Dinge. Ah ja, wunderbar. 416, du hattest bestimmt mehr DNA-Wert. Nee, hattest du nicht. Du hattest 14% nur. Ja gut. Aber ich glaube, diese Tiere, die können auch keinen guten DNA-Wert hier erhalten, weil die sind einzeln unterwegs. Also beziehungsweise diese zwei Wapitis, die hier irgendwie immer stehen, die ich jetzt abgeschossen habe. Ich weiß nicht, ob die zu einer Herde gehören oder so, aber ich habe das Gefühl, die sind immer einzeln da. Naja, aber durch den Kopfschuss haben wir auch nicht viel, ne, Fleisch verschwendet, verloren oder sonst was. Obwohl 26 Kilogramm dafür, dass ich nur durch die Stirn geschossen habe, schon viel Verlust ist, oder? Das ist ja nur der Verlust durch den Schuss und nicht der Verlust generell oder so, oder? Ach, was weiß ich, ist egal. Nehmen wir mit. Und zerbrechen wir mal uns nicht den Kopf über solche Sachen. So, dann würde ich sagen, ich fahre jetzt bis runter zu dieser Abkreuzung, Abzweigung. Ist entschuldigt, Abzweigung, ja. Und dann fahre ich mal hier rein. Das Fragezeichen könnte ich mir noch anschauen, aber ich glaube, das ist irgendwo in den Bergen. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Okay, na dann. Ich gebe euch Bescheid, wenn auf dem Weg irgendwas Interessantes über die Straße läuft. Okay, Leute, ich bin schon ein Stück gefahren und es ist spannender, als ich gedacht hätte. Hier ist direkt so eine Eisenbahnbrücke, so schön aus Holz, direkt am Fluss und da drüben ist der Weg und mein Auto. Ist ja sehr schön, die Strecke, muss man sagen. Und sie hat gerade erst angefangen. Und das ist auch ganz schön. Ein 3-Sterne-Maultierhirsch. Der da drüben einfach sitzt und Pause macht. Habe ich mehr oder weniger durch Zufall jetzt bemerkt, weil ich hier eigentlich, ich wollte hier eigentlich nur an den Fluss mal aussteigen und mal ein paar Spuren lesen und so. Mal gucken, was für Tiere hier sonst immer so unterwegs sind. Und dann habe ich es direkt gehört. Und das ist doch mal ein ziemlich guter Winkel auch noch. Muss ich nur vorsichtig ein Stück weiterlaufen. Ich würde gerne an dem Holzgerüst vorbei, weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht durchschießen. Wird wahrscheinlich gehen, aber ich bin da vorsichtig. Ja, hallo. Und tschau.
War der alleine unterwegs? Was war das? Was leuchtet hier im Wald? Achso, das sind wahrscheinlich nur irgendwelche Blätter oder so. Aber der scheint tatsächlich alleine unterwegs gewesen zu sein. Auch ein seltener Anblick. 3 Sterne Maultierhirsche, die einfach alleine unterwegs sind hier. Aber kommt ja auch gelegentlich vor. Ich find's gut. Also ich freue mich darüber. Ist ein guter Fund. Und dass ich den auch noch bemerkt habe. Ich war auch nicht mehr als 100 oder 150 Meter weg oder so mit der Karre, als ich die Karre quasi stehen lassen habe und hier zu Fuß dann weitergegangen bin. Was haben wir denn hier? Etwa Maultierhirsch? Ja. Interessant, dass trotzdem nur ein einziges Tier hier vor Ort war, aber naja, vielleicht sind die anderen ja noch in der Nähe. Ja, kann ich? Danke. Oh, der Schuss war auf jeden Fall sehr solide, sehr mittig, könnte man sagen. Bisschen tiefer hätte er schon gekonnt. War auf jeden Fall in Richtung des Herzes. Ah, ich bin confident, dass wir heute nochmal ein Herz treffen. Ja. 70% den Arbeit ist ganz gut. Also ein Herz muss ich heute noch abschießen, weil das kann ich mir nicht, das kann ich mir nicht nehmen lassen. Es muss mindestens einen Herztreffer pro Folge geben, ansonsten erfülle ich meine Anforderungen einfach nicht. Nein, keine Ahnung. Ich will es auf jeden Fall versuchen. Ich schieße ganz gerne aufs Herz, okay? Es fühlt sich an wie ein ziemlich guter Schuss, wenn man das Herz so präzise trifft. Das ist einfach satisfying in diesem Spiel. Da kommt die Satisfaction her. Naja, und von den Tieren natürlich. Je nachdem, wie hochwertig die Tiere sind, desto hochwertiger ist auch meine Satisfaction. Okay, ich laber schon wieder einen Scheiß. Ich steig mal lieber schnell ins Auto und dann fahren wir mal lieber schnell weiter. Okay, ich habe noch rechtzeitig angehalten. Wie weit sind sie noch weg? 100 Meter Maultierhirsche. Die gucken auch schon in meine Richtung. Wirklich im letzten Moment stehen geblieben. Und hier haben wir ein bisschen größere Auswahl diesmal. Allerdings auch nur ein Sterne ausgewachsen, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Also zwar viele ausgewachsene Tiere, aber naja. Alle halt vom selben Rang. Na gut. Ja, setzt euch ruhig. Obwohl, nee. Esst ruhig. Ja. Ruft auch noch ruhig ein paar Kollegen ran. Ist alles in Ordnung. So, wen nehmen wir denn von euch? Wie weit seid ihr weg? 100 Meter? Knapp, ne? Okay, wen schießen wir denn ab? Der steht gerade sehr schön. Ja, die gucken auch immer noch in meine Richtung, ne? Das ist nicht so optimal. Ich muss vorsichtig sein. Ja, guck mal, mein Freund. Du willst doch, oder? Oder du? Der ist ausgewachsener. Der ist ein bisschen bräunlicher noch. Was ist mit dir? Ich glaube, wir nehmen ihn. Ich habe mich für einen Freund entschieden. Nee, der Schuss ist nicht. Ist nicht angekommen, der Schuss. Aber der könnte angekommen sein. Ja, die Wölfe sind auch wieder am Start. Ey, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber da war so ein ganz kleiner Ast im Weg. Ob der meinen Schuss abgeblockt hat? Wo habe ich ihn geschossen? Hier ungefähr? Oder hier? Ich weiß auf jeden Fall nicht, also. Er war wie. Ich habe letzte Folge doch darüber geredet, oder? Da war so ein kleiner Ast im Weg und der hat wieder irgendwie meine Kugel geblockt, weil ich muss. Also. Die Entfernung war richtig eingestellt. Ich habe genau drauf gehalten. Der Seitenwind war auf die Entfernung nicht krass genug, als dass er die Kugel zu stark abgelenkt hätte. Das ist also der scheiß Baum. Irgendwie ein Ast hat die Kugel blockiert. Also muss ja. Weil, ich weiß auch nicht. Mal gucken, ob der andere Schuss gesessen hat. Ich glaube nicht. Ich habe ja das Tier, als es quasi losgerannt ist, in dem Moment vielleicht getroffen.
Also, ich mache mir nicht so viele Hoffnungen daraus. Ja. Nur eine kleine Menge Blut. Das ist natürlich sehr schade. Also, es ist wirklich sehr schade, gerade weil diese Tiere. So viele ausgewachsene Tiere und ich verkack. Ja, ich hätte jedes Tier schießen können. Jedes. Aber ich habe verkackt. Naja, ich werde mal den Locker verwenden. Denn normalerweise laufen diese Maultürchen ja nicht so ewig weit weg, oder? Die bleiben doch eigentlich in der Nähe. So halbwegs zumindest. Vielleicht gucke ich mich hier einfach nochmal kurz ein bisschen um. Ansonsten gehe ich wieder runter zu meinem Auto. Ich bin ja schon fast durch eigentlich. Aber ich kann dann von da direkt hier abbiegen und hier lang fahren. Also. Okay, wir haben noch was zu tun auf jeden Fall. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Oh, das gibt's nicht. Ich stehe von einem Tier stehe ich im nächsten, ey. Die ganze Zeit verschrecke ich irgendwelche guten Tiere. Oh, nee, dich habe ich nicht ordentlich erwischt. Ich muss sie nochmal. Ja. Ich glaube nochmal. Sicher ist sicher. Okay. Und jetzt. Oh, jetzt. Okay. Oh, jetzt. Okay, kommt noch einer? Auf jeden Fall sind beide angeschossene Tiere hier vorbeigelaufen, wenn ich das richtig gesehen habe. Hä? Als ob hier schon wieder Tiere waren. Ich 5 Meter von mir entfernt, da drüben, habe ich eben erst die andere Maultierhirsche verschreckt. Und jetzt stehen hier schon wieder welche im Fluss. Naja, okay. Ich habe aber gut reagiert, würde ich sagen. Also, naja, gut ist jetzt dahingestellt. Aussteigen und panisch drauf schießen ist jetzt nicht unbedingt gut, aber ich glaube, wir haben zwei getroffen. Wir gucken uns das mal an. Also, den einen haben wir auf jeden Fall dreimal abgeschossen und den anderen, den haben wir ja relativ, naja, relativ mittig im Bauch getroffen eigentlich. Den müssten wir auch ganz gut erwischt haben. Hier sehe ich sogar schon mal Nahrungsreste. Na Mensch. Luftblasen sehe ich auch. Das ist doch Wunderbärchen hier. Okay, Luftblasen und das andere sind die Nahrungsreste. Okay, ja. Die Nahrungsreste sind wahrscheinlich von dem, den wir dreimal abgeschossen haben. Tut mir ja auch leid für ihn, aber ich war mir nicht sicher, ob wir ihn gut getroffen haben. Also spätestens beim zweiten Schuss hätte ich aufhören sollen, aber naja, ihr kennt mich. Ich kann einfach nicht aufhören manchmal. Gut, wir gucken mal, ob die Tiere in der Nähe irgendwo liegen. Ich glaube, ich gehe besser zu Fuß. Ich glaube, das wird sonst nix hier. Solange sie halbwegs parallel gelaufen sind, geht das ja noch. Okay, hier ist eins lang gelaufen. Warte mal, in welche Richtung führt denn diese Spur? Hier lang, ne? Da liegt doch was. Ach nee, das ist Holz. Wie oft ich schon Holz für irgendein Tier gehalten habe in diesem Spiel. Oder Steine. Es ist nicht feierlich. Okay, hey, da liegt's. Ob das andere hier auch vorbeigekommen ist? Ich habe doch aber eben auch kurz nochmal. Ja, ihr habt das gesehen? Ich habe doch eben ganz kurz nochmal Werte gesehen. Ganz oben rechts. Manchmal kann man, wenn man hier das so ein bisschen so. Ah, da liegt das zweite. Vielleicht habe ich das eben gesehen. Vielleicht hat das noch gelebt. Aber manchmal, wenn man hier so in den Wald rein spammt mit dem Fernglas, sieht man manchmal, wie ganz kurz die Info zu den Tieren aufploppt. Ich weiß nicht warum, aber dadurch kann man auch manchmal sehen, wo Tiere sind. Obwohl man sie gar nicht sehen könnte. Oder sehen sollte oder was auch immer. Nutze ich manchmal aus, diesen Trick. So. Gut, dich haben wir. Das sah ja fast aus, als wollte die Kugel einen Schritt um die Lunge drumherum machen. Also als wäre sie quasi der Lunge exakt ausgewichen. Man könnte es meinen, aber wir haben die Lunge getroffen. Das ist ja das Wichtigste, was zählt. Den Magen haben wir auch gleich mitgetroffen. 70% ist ja gar nicht schlecht, aber Jungtier ist nicht so gut. Warum habe ich denn hier ein Jungtier getroffen? Die sahen doch für mich alle so erwachsen aus. Ah, naja, gut. Der nächste ist bestimmt ausgewachsen. Wapitis. Wir haben noch eine gute Ausbeute in der Nähe.
Zumindest wenn ich mich jetzt nicht. Shit, ich bin schon relativ nah dran. Oh, hier genau in die Hauptschlagader. Krasser Schuss. Aber sehr weit hinten getroffen. Also. Uff. Der nächste war ja gar nicht schlecht, aber ich dachte, ich hätte damit die Lunge erwischt. Habe ich nämlich nicht. Also, was lernen wir daraus? Es war gut, dass ich dreimal geschossen habe, denn die ersten zwei Schüsse waren katastrophal. Also der war nicht ganz so schlimm, aber er war halt trotzdem zu weit vorne, zu weit oben, was weiß ich. Und der letzte auch nochmal in die Innereien. Oh, du armes Tier. Dich haben wir ganz schön zerlegt, aber wenigstens warst du ausgewachsen. Naja. Verzeih mir bitte. So, wie mache ich das jetzt? Ja, wir bewegen uns jetzt ganz langsam, mal kurz aufstehen. Ganz langsam und vorsichtig. Wir sind schon viel zu nah dran an den Tieren. Können uns keine hastigen Schritte erlauben hier, sonst sind die sofort weg. Wer ist da hinten? Okay, wahrscheinlich noch ein paar von den Maultierhirschen oder so. Ah, ich sehe aber leider nichts. Sind die schon weg? Sind die schon abgehauen? Ah, es könnte sein, dass sie schon geflüchtet sind. Ich kann aber auch mal die gute Wapiti-Tröte rausholen und das mal damit regeln. Wir gehen mal auf gute Verfassung, weil ich glaube, das ist so ein bisschen Haupt, Wohngebiet von Wapitis. Die haben ja so ein Primärwohngebiet und Sekundärwohngebiet. Das heißt irgendwie anders, aber ich komme jetzt beim besten Willen nicht drauf. Das heißt, die können hier bestimmt eine gute Größe erreichen. Okay, und es scheinen noch Wapitis da zu sein. Ich werde mal mich nicht weiter bewegen, in der Hoffnung, dass vielleicht wirklich eins zu mir kommt. Wir warten einfach mal ab, ein kurzes bisschen, dann werden wir ja sehen, was passiert. Also es scheint nicht mehr sehr weit weg zu sein, muss man sagen. Da vorne ist es, glaube ich, doch schon, oder? Warte mal, was ist denn da oben? Okay, und da hinten Weißwedelhirsche irgendwie. Okay, so, jetzt gucken wir mal hier. Okay, da ist es. Ich glaube, wir haben einmal die schwere Wumme dabei, wir nehmen sie auch. Wenn wir schon mal die Gelegenheit dafür haben. Und dann schießen wir direkt ins Herz, würde ich sagen. Wir haben ja noch einen Herzschuss offen heute. Naja, kommt noch ein kleines Stück. Noch ein kleines. Den Kopf bitte anheben. Ja, gut. Steht direkt vor mir, gell? Aber so kann ich das Herz nicht treffen. Zack! Boom, Junge! Wer bist du überhaupt? Der wurde bedient. Ich kann es nicht anders sagen. Der wurde richtig bedient. Jetzt muss ich schauen. Also wenn das jetzt ein Herzschuss war, Alter, dann, dann muss ich mich gleich mal selber loben. Aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Obwohl die Richtung könnte gestimmt haben. Will mal den Tag nicht vor dem Abend loben, aber ah, kein Herzschuss. Schade. Oh, ich hätte es mir schon gegönnt, nochmal einen geilen Herzschuss hier hinzulegen. Ich will doch noch einen schaffen heute. Und die Folge ist schon so weit fortgeschritten. Wir könnten maximal nur noch ein Tier schießen, würde ich sagen. Naja, gut. Aber war nicht schlecht. Aber naja, DNA-Wert unter 50%. Unter 40% sogar. Naja, dafür ist der Preis, den wir dafür bekommen, ziemlich gut. Okay. Ich habe da hinten ungefähr die Weißwedelhirsche markiert. Der Schuss war jetzt schon ziemlich laut, muss man sagen. Aber die waren über 220, 240 Meter weg oder so. Ich kann mir nicht. Sie sind noch da, glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die weggerannt sind. Oh ja, da sehen wir es doch schon. Da sehen wir doch schon, dass da hinten Tiere auf uns warten. Aber wie gesagt, ich würde sagen, das wird das letzte Tier für heute, was wir jetzt schießen. So, ihr seht doch ausgewachsen aus. Ja. Wir sollten. Okay, perfekt. Gehen wir noch auf 150 Meter vielleicht ran.
Ja, damit wir die optimale Entfernung noch haben. Aber ich wollte noch einen Herzschuss, ne? Das wird aus dem Winkel schwierig, muss ich sagen. Also muss ich leider sagen. Wie soll ich denn das treffen? Also ich könnte natürlich warten, dass das Tier noch ein Stück weit zu mir kommt. Oder so, so vielleicht. Ja, wir versuchen es. Ich muss nämlich noch ein Stück hinhocken. Oh ja, der könnte, der könnte. Der könnte ins Herz gegangen sein. Das habe ich schon wieder verkackt, aber das musste ich schon wieder probieren. Ich konnte wieder nicht widerstehen. Aber der. Leute, was meint ihr? Der war sehr mittig und das Tier ist sofort gestorben. Wenn der Schuss mittig ist und das Tier sofort stirbt, dann ist doch meistens ein Herzschuss im Spiel. Obwohl, ich habe es leicht von der Seite getroffen. Ich könnte auch einfach die Lunge zerstört haben. Aber ich weiß nicht so recht. Herzschuss würde ich jetzt schon fühlen zum Abschluss der Folge. Gerade weil ich ihn doch gecallt habe, so mehr oder weniger. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Erstmal hier noch gucken, wer hier lebt. Weißwedelhirsche natürlich. Oh, das war auch der erste Weißwedelhirsch, die Folge, oder? Nice. Nice. So, wo ist denn das Vieh jetzt? Hier nochmal kurz gucken. Ah ja, direkt neben mir. Entschuldigt. Meine Orientierungslosigkeit. Naja. So, mein Freund. Oh, Baby. Hallo. Da würde ich mal sagen, habe ich das Herz getroffen und gar nicht mal so schlecht. Oh, ich. Wenn ich es darauf anlege, dann kriege ich es halt auch hin. Also, was soll ich sagen? Der Schuss war Premium. Oder, Leute, findet ihr das nicht auch? Wenn ihr auch findet, dass dieser Schuss relativ okay war, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da für diese Folge, würde ich sagen. Denn wir sind am Ende angekommen. Und ja, die Ausbeute heute war gar nicht so schlecht, war jetzt auch nicht überdurchschnittlich gut, aber hey. Ist okay, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Okay, Leute, dann schönen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, lasst es krachen und ciao, ciao.